Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Wie du eine warme, eine herzliche Atmosphäre schaffst für deine Kunden und wie du auch in besonders herausfordernden Momenten deine gute Laune behältst, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Heinrich im zweiten Teil des Premium Jobs Podcast Interviews. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Deine Andrea. Andrea-patzelt.com. Und jetzt würde ich erstmal versuchen, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Dazu gehört es, dass man Wärme erzeugt auf irgendeine Art und Weise. Ja? Also es gibt ja diese Wahnsinnsgeschichte mit dem warmen Kaffeebecher. Weiß nicht, kennst du die zufällig mit dem Bewerbungstest und dem Kaffeebecher? Ja, aber ich glaube, die Hörer kennen die noch nicht. Okay, also wirklich eng zusammengefasst, ein psychologischer Test, der inzwischen auch mehrmals so bestätigt wurde. Man fängt jemand in der Fußgängerzone von der Straße weg und sagt, wir brauchen mal kurz Ihre Hilfe. Sie sehen so aus, als ob Sie gesunden Menschenverstand hätten. Wir haben da oben Bewerber sitzen, wir sind uns nicht ganz sicher, wir hätten da mal gerne Ihre Einschätzung. Dann steigen die gemeinsam in den Lift. In dem Moment, wo die Lifttür zugeht, gibt der Interviewer dem Zufallskandidaten einen Becher in die Hand. Und oben, wenn der Lift ankommt und die Tür wieder aufgeht, nimmt er den Becher wieder. Und das tut er mit so einer Ausrede wie, Entschuldigung, ich muss mir hier gerade mal was notieren, können Sie gerade mal halten. Da ist kein Geruch involviert, es ist einfach ein verschlossener Pappbecher. Dann wird dieser Proband zu dem Bewerber gebracht, das ist ein Schauspieler, der sich immer gleich verhält, redet ein paar Minuten mit dem und wird dann wieder rausgebeten und dann wird er gefragt, was halten Sie von dem Bewerber? Und dann kann er entweder sagen, ich würde Ihnen raten, den einzustellen oder ich würde Ihnen raten, den nicht einzustellen. So, und der einzige Unterschied, der gemacht wurde bei diesem Test, bei mehreren Bewerbern, ist, dass der einen Hälfte ein kaltes Getränk in die Hand gedrückt wurde und der anderen Hälfte ein warmes Getränk. Ohne Geruch, einfach nur Temperatur. Und nur während der Zeit im Lift, also eine relativ kurze Zeit, vielleicht 30, 40 Sekunden, und alle, die ein kaltes Getränk hatten, haben 60 oder 70% gesagt, nur stell den ein, 30% haben gesagt, stell den nicht ein. Und bei denjenigen, die ein warmes Getränk hatten, haben 100% gesagt, stell den ein. Okay. Also man kann heute sagen, dass durch so einen unterschwelligen Impuls wie eine warme Hand wird die Kritikbereitschaft reduziert, offenbar. Ja, also ich nehme an, da werden noch weitere Studien und Tests laufen. Aber ich würde erstmal, das war die Begründung jetzt, ich würde erstmal eine warme Umgebung schaffen. Also irgendwas Schönes. Ich würde dem was in die Hand geben, vielleicht irgendwas Haptisches, falls es was gibt. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, wenn man sich schon in der Gesprächsphase befindet, vielleicht so ein Lackmuster oder ein Stück Leder oder vielleicht tatsächlich einen warmen Kaffeebecher. Mhm. Also wirklich einen Becher ohne Henkel, sodass dass der sich die Hände daran wärmen kann und dadurch eine mildere, weniger kritikbehaftete Grundhaltung kriegt. Mhm. Und ich würde diese typische Verkäufersituation, wo man sich vorkommt wie im Arbeitsamt, wo einer im Bildschirm glotzt und irgendwas reintippelt und auf dem Besucherstuhl mit dem Kaffee und der Schokolade sitzt der Kunde, das würde ich nach Möglichkeit vermeiden. Mhm. Das heißt, ich würde, wenn man Autos verkaufen will, ist es ja manchmal ganz gut, wenn man Autos fahren kann oder zumindest drin sitzen kann. Mhm. Vielleicht gibt es ja keinen einzigen vernünftigen Grund, warum man das Auto nicht im Auto verkaufen sollte. Also, ne? Setze ich mich rein mit dem, ihn natürlich auf dem Fahrersitz und dann reden wir. Ja, und dann reden wir über Extras und vielleicht über Farben und währenddessen kann der spielen und hat die Finger am Lenkrad und alles ist gut. Ja. Viel besser, finde ich jetzt, um Auto zu verkaufen, als das in so einer, ich bin im Amt-Situation zu machen. Ja.
Okay. Ich wollte gerade nochmal, kam mir die Idee, die ganzen Autohäuser werden ja gerade so gebaut, ne? Also es werden die Tresen vorne gebaut, das, also, ne, für die Barrikaden, und diese Büros werden so eingerichtet, dass tatsächlich der Computermonitor genau zwischen Kunden und Verkäufer dann tatsächlich auch ist. Ja. So, kann man nicht dümmer machen. Kann man nicht dümmer machen. Geht nicht. Wirklich schlecht. Würde ich sofort nicht machen, sondern anders. Okay. Ja, also wenn schon gemeinsam am Computer, dann nebeneinander. Wenn schon gemeinsam auf dem Bildschirm glotzen, dann idealerweise einer, der flach liegt, auf den man draufschauen kann. Also ein Tablet. Also Tablet dann. Quasi. Mhm. Aber noch besser wäre es natürlich, ich verkaufe das Auto da, wo die Emotion ist, nämlich im Auto. Mhm. Okay. Wie zeigst du dann weiter, also du hast jetzt diese Atmosphäre geschaffen, wie zeigst du dann weiter ehrliches Interesse? Na, indem ich ehrliche Fragen stelle. Mhm. Eine unehrliche Frage wäre, wann willst du eigentlich mal wieder dein Zimmer aufräumen? Ja, weil das ist jetzt keine Frage, sondern das ist eigentlich eine verdeckte Botschaft. Mhm. Und deswegen ist sie nicht ehrlich, ich will gar keine Antwort, ich will damit sagen, du musst mal wieder dein Zimmer aufräumen. Und eine ehrliche Frage wäre, ich will wirklich eine Antwort darauf haben. Und wenn die dann auch noch offen ist, im Sinne von, was kann ich heute für sie tun, dann ist es wirkliches Interesse. Dann will ich wirklich wissen, was den bewegt. Okay. Und dann entwickelt sich das Gespräch dann ja über die weiteren Details weiter und dann im Idealfall dann zum Verkauf. Ja, aber das sind so die wichtigsten Voraussetzungen, oder fehlt da jetzt noch so als Voraussetzung noch der ein oder andere Aspekt? Na, ich bin ja der Meinung, man kann gar nicht verkaufen. Mhm. Das ist ein Irrtum. Man kann nur dafür sorgen, dass der Kunde kauft. Aha. Weil auch da haben wir wieder einen Knoten im Kopf. Ich würde ja, angenommen, ich habe mir jetzt so ein schönes Auto gekauft, würde ich ja damit nicht zu meinen Freunden fahren und dann angeberischerweise sagen, schau mal, was mir verkauft worden ist. Nee. Sondern ich würde sagen, schau mal, was ich gekauft habe. Ja. Dieser Gedankengang bedeutet, der Kunde, der lässt sich nichts verkaufen, der kauft was. Und wir als Verkäufer müssen eigentlich umstellen und dürfen nicht mehr denken, wir tun jetzt etwas und dann haben wir es verkauft, sondern wir müssen denken, wir tun etwas und machen es dem Kunden leichter, die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich für uns. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ich kann nicht sozusagen drückenderweise verkaufen. Das hat vielleicht irgendwann mal geklappt, als die Kunden alle dumm waren und alle unerfahren und nichts wussten. Und vielleicht geht es auch heute noch vielleicht im Finanzvertrieb, wo man die Leute für dumm verkaufen will. Aber wenn man eine ehrliche Kundenbeziehung aufbauen will, dann kann das nicht sein, dass man mit der Einstellung reingeht, ich verkaufe dem was, sondern dann brauche ich die Einstellung, der will etwas kaufen und ich ermögliche ihm, dass es bei mir kauft. Okay. Du hast ja auch gesagt, überzeugen ist auch irgendwie erzwungen. Ne? Habe ich gelesen, genau. In der Vorbereitung. Ne? Also weil viele Verkäufer werden ja auch dahingehend trainiert, richtige Argumente zu bringen, um zu überzeugen. Aber du denkst, das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch, ja. Mhm. Garantiert. Also Argumente helfen nichts. Oder sagen wir mal so, die Argumente helfen nur dann, wenn sie zufällig genau passen. Dazu müsste ich aber vorher schon viele Fragen gestellt haben, um zu wissen, welches Argument passt denn jetzt am besten. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch noch weitere Fragen stellen und sagen, wie müsste es denn sein? Ja, also statt zu sagen, dieses Fahrzeug ist toll, weil, bla, Argument, könnte ich ja fragen, ja, in Ihren kühnsten Träumen, wie müsste es denn sein? Mhm. Und wenn er dann sagt, ja, es müsste so oder so sein, und ich sage, hey, genau so ist es, passt 100%, dann ist es ja viel besser, als wenn ich erstmal so rumstochern muss und überlegen muss, welches Argument kann denn jetzt hier in diesem Fall zufällig passen. Mhm. Wunderbar, so sagt der Kunde dann selber, was er will. Ja, natürlich. Im Idealfall. Cool. Stefan, nochmal einen Schritt weiter zum Telefon. Wenn ich im Autohaus anrufe, ist es ja nicht immer professionell, oder? Also auch aus Sicht des Vertriebstrainers, da ist es doch häufig so, dass du das Gefühl hast, die waren auf einer Schulung oder die haben ihren Spruch und sagen das, was sie sagen sollen, aber es kommt nicht wirklich so die Begeisterung rüber, die sein sollte. Hm? Worauf achtest du da? Beim Telefonieren, wenn man sozusagen in Callcenter reinruft, also wenn man in Telefonzentrale landet. Ja. Also
die langen Sprüche sind natürlich sehr nervig. Ne? Also wenn der erstmal sagt, schönen guten Tag, Autohaus so und so, die und die Autogruppe, mein Name ist bla bla, was kann ich heute, ne? Das ist viel zu lang. Mhm. Ich weiß ja, wo ich angerufen habe, oder? Also, Entschuldigung. Natürlich habe ich bei in dem Fall dann vielleicht bei Porsche oder bei BMW angerufen. Und da reicht's doch, wenn ich einfach nur sage, Porsche oder, ne? Und dann meinen Namen dazu sage und schönen guten Tag oder was kann ich für Sie tun oder wie geht's Ihnen heute? So, fertig. Okay. Das reicht ja schon. Das reicht, weißt du, mit wem du sprichst, ne? Ja, und ich würde auch grundsätzlich im Callcenter empfehlen, dass man den Leuten, die da telefonieren, einen großen Schminkspiegel hinstellt, in den sie reinschauen, wenn sie telefonieren. Meistens arbeiten wir so, dass der Kopf gesenkt ist, auf eine bestimmte Art und Weise, dass auch auf eine Stimmung sich auswirkt. Mhm. Und wenn ich jetzt in dieser leicht angespannten, vielleicht mit Stirnrunzeln, dann zum Telefonhörer greife, dann wird sich diese Haltung übertragen auf meine Stimme und ich werde angespannt und vielleicht sogar genervt klingen, wenn ich das Telefon abnehme. Deswegen empfehle ich einen Schminkspiegel als Qualitätscheck, denn es ist fast unmöglich, sich im Spiegel anzugucken und grimmig zu sein. Ne? Also man entspannt dann sofort die Gesichtszüge oder schafft es vielleicht sogar zu lächeln. Und deswegen, wenn ich mit dem Callcenter trainiere, dann sieht es da aus wie bei den Kanarienvögeln, da glotzt jeder in seinen Spiegel und freut sich, weil es einfach dann wird es ein bisschen lockerer. Ja, hast du sonst noch so einen Tipp, wie Telefonieren noch besser werden kann und noch mehr Spaß machen kann? Ja, also in dem Moment, wo man ans Telefon greift, vorstellt, das ist jetzt der liebste Mensch, mit dem ich telefonieren möchte. Und wenn man das eine Zeit lang trainiert, dann gelingt einem das sozusagen auch diese Stimmung genau wieder abzurufen und dann strahlt meine Stimme das auch aus und da drüben kommt an, wow, ich bin willkommen, das ist toll. Okay, jetzt ist es ja manchmal so in Autohäusern, dass die Mitarbeiter sich dort auch ein bisschen fremdbestimmt fühlen, dass sie das Gefühl haben, es kommt von allen Seiten Kunden, das Telefon klingelt, der Chef will irgendwas von mir, ich muss die ganze Administration noch in die Systeme einschreiben. Was empfiehlst du denn gegen dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein? Naja, also wenn ich das Gefühl habe, fremdbestimmt zu sein, dann darf ich das ja anders denken, wenn ich möchte. Also es kann mich ja keiner zwingen, irgendwas zu denken. Mhm. Also ist mir jetzt neulich aufgefallen. Ne? Also ich kann ja denken, was ich will. Und deswegen ist ja egal, was da draußen passiert. Interessant ist, was ich denke. Und also da gibt es einen wunderbaren Spruch von Karl Valentin, der auch hier in meinen Ring eingeschlagen ist. Der heißt, ich komme aus München, ich freue mich, wenn es ringt. Also auf Deutsch, ich freue mich, wenn es regnet und dieser Spruch geht weiter, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja? Also das heißt, wenn ich mich fremdbestimmt fühle oder wenn ich tatsächlich fremdbestimmt bin, heißt es ja noch lange nicht, dass ich mich deswegen grämen muss, sondern ich könnte ja auch gute Laune haben. Also sogar absichtlich. Ja, das wäre eine Option, oder? Ja, also man könnte sich ja sozusagen so einen Zettel schreiben, so einen typischen Postkartenspruch und könnte sagen, wenn du mich fremdbestimmen willst, dann habe ich erst recht gute Laune. Das kann ich mir ja selber einreden. Ja. Komischerweise reden sich viele genau das Gegenteil ein. Die sagen dann, wenn der Chef doof ist, dann habe ich schlechte Laune. Dadurch wird der Chef aber auch nicht klüger, interessanterweise. Also der bleibt da so, wie er ist. Ich habe aber schlechte Laune. So, jetzt, wenn ich mir jetzt überlegen kann, also wenn ich die Wahl habe zwischen mein Chef ist irgendwie und ich habe gute Laune und mein Chef ist irgendwie und ich habe schlechte Laune, was wähle ich? Mhm. Ich wähle dann lieber die gute Laune und deswegen sage ich, wenn da wirklich sowas wie Fremdbestimmung im Raum schwebt, ist halt die Frage, vielleicht habe ich ja trotzdem gute Laune. Also auch da wieder sehr aktiv sein und nicht passiv sich den Dingen einfach ergeben, sondern einfach selbst bestimmen, wie möchte ich fühlen und wie möchte ich denken. Ja. Anderen Effekt dann dabei zu erzielen. Mhm. Ja, also weil wer mich beleidigt, bestimme immer noch ich. Also niemand kann mich beleidigen, ohne dass ich das will. Und niemand kann mich fremdbestimmen, ohne dass ich das will. Mhm. Ja, ich kann, also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich ja auch zur Not kündigen kann und mir was anderes suchen, wenn ich es wirklich nicht mehr ertrage, ja, dann, wenn ich sage, dann gehe ich lieber wieder ins Bergwerk, Kohle schaufeln oder was weiß ich. Ja. Kann ja sein. Ja. Aber möglicherweise ist es ja dann doch nicht so schlimm,
Und wenn ich meine Laune in den Griff kriege, wird's sogar schön. Okay. Hast du noch einen Tipp zum Thema Einstellung, Stefan? Ja, natürlich. Also ein Tipp. Also ich habe ganz oft, wenn ich mit meinen Teilnehmern arbeite, kommt dann irgendwann, ja, das müssten Sie mal unserem Chef erzählen. Mhm. Ja, weil der will das bestimmt nicht so. Oder der ist schwierig oder irgendwas. Dann sage ich, ja, okay, gut, dann machen Sie es doch jetzt einfach richtig in Zukunft. Ja, weil jetzt haben Sie ja erkannt, wie es richtig geht und was sollte Sie davon abhalten? Ja, das ist bei uns vielleicht nicht gewollt. Dann sage ich, okay, angenommen, Sie machen es und es funktioniert, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Und dann sagen die, ja, zur Not kann ich meinen Job verlieren. Ich sage, okay, also das heißt, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie einen guten Job machen, ist, dass Sie einen Job verlieren. Okay, ja, das kann sein, ja, möglich, ja. Und die gute Nachricht ist, es wird wahrscheinlich einen neuen Job geben. Und selbst wenn es trotz aller Anstrengungen nicht gelingen würde, einen neuen Job zu kriegen, obwohl man ein guter Verkäufer ist und obwohl man alles richtig macht. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist die soziale Absicherung, Hartz IV. Das ist wahrscheinlich für die meisten ein sozialer Abstieg, aber es bedeutet Leben. Okay? Und das, nochmal, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir erleben gerade, dass Hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken, jämmerlich, weil sie diesen Mindeststandard wollen, der uns schon mal sozusagen gesichert ist. Also uns kann nichts passieren. Auf dieser Basis können wir alles ausprobieren, um es richtig zu machen. Wir können Karriere machen, wir können uns neue Jobs suchen, wir können uns selbstständig machen, wir können alles Mögliche tun, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in Ruhe und Gesundheit leben. Und deswegen sage ich jedem, der da draußen ist und sagt, ich tue es nicht, weil ich Angst habe, mein Chef will das nicht, sage ich, ja, ob du nicht vielleicht mal bereuen wirst, etwas nicht getan zu haben, obwohl es richtig ist, nur weil du befürchtet hast, dein Chef will es nicht. Mhm. Und das, wichtiger Tipp zur Einstellung, wenn ich davon überzeugt bin, es ist richtig und es ist im Sinne des Unternehmens und es ist für alle Beteiligten das Beste, dann mach's. Und wenn jemand sagt, hey, so haben wir das hier noch nie gemacht, ja, so werden Innovationen geboren. Und wenn es funktioniert und wenn es gut ist, dann tu es einfach. Dankeschön. Stefan, was machst du denn, damit es dir persönlich gut geht? Ich schaffe mir Ausgleich. Mhm. Ja, also ich habe schon gesagt, dass für mich Trainieren, mit Menschen arbeiten an ihren Fähigkeiten in der Kommunikation und mich mit denen zu reiben und mit denen zu diskutieren und das auf den Punkt zu bringen und die Worte zu schärfen und dafür zu sorgen, dass das wirklich klappt, das macht mich froh. Ja, also da brauche ich dann keine große Geschichte mehr. Für mich sind eher so Bürotage schwierig. Also wenn sowas wie eine Reisekostenabrechnung kostet mich mehr Kraft als eine ganze Woche Training. Mhm. Deswegen konnte ich das auch inzwischen Gott sei Dank delegieren. Aber so ein Bürotag stresst mich mehr. Und ich brauche Bewegung. Also ich bewege mich relativ viel. Und also ich gehe laufen, ich gehe gerne Golf spielen und bin in der Fotografie unterwegs. Also ich fotografiere ganz gerne. Und da hole ich mir meinen Ausgleich und diese Balance, die gibt es mir dann, was ich brauche. Hast du eine bestimmte Art, wie du dich ernährst? Ja, an den meisten Tagen mache ich dieses Intermediate Fasting. Also ich esse nur einmal am Tag. Mhm. Das spart wahnsinnig viel Zeit und macht mich relativ entspannt und fröhlich. Ich habe auch am Anfang, die ersten paar Tage, gab es da ein Hungergefühl, aber das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Mhm. Und das tue ich und das hilft mir. Cool. Also einmal am Tag alles essen dann. Ja, das ist auch meinem typischen Tagesrhythmus geschuldet, weil Hotel, Frühstück, immer das Gleiche, selten gut. Mittagessen von der Tageskarte im Seminarraum. Irgendwann hast du alles gesehen und gegessen und dann spare ich mir das, mache das nicht und gehe lieber am Abend nochmal schön in Ruhe ein Steak essen oder irgendwas Feines und das genieße ich dann auch in Ruhe, außerhalb des Hotels meistens in einem guten Restaurant. Dann geht es mir besser. Wie schön. Stefan, wie kann der Hörer, die Hörerin dich erreichen, wenn sie da tiefer in diese Themen, die wir jetzt ja nur angestupst haben, eintauchen möchte? Wie bist du erreichbar? Also es gibt mehrere Möglichkeiten.
Ich würde einfach mal auf Stefan Heinrich, Stefan schreibt man mit PH, zusammen stefanheinrich.com schauen. Da gibt es auch einen Blog mit, ich glaube, 500 Artikeln inzwischen, die alle möglichen Aspekte von professionellem Verkauf bearbeiten. Da wird jetzt der Kollege aus dem Autohaus zum Teil auch gut fündig werden, weil ich aber in erster Linie für Investitionsgüter die Menschen trainiere. Also meine Verkäufer, die ich berate und mit denen ich arbeite, die verkaufen Maschinen oder IT-Infrastruktur oder sowas. Also wenn jemand aus dem Autohaus eher an Unternehmen verkauft, dann wird er sich bei mir vielleicht ein bisschen wohler fühlen. Aber auch diejenigen, die ja vielleicht einfach nur mal schnuppern wollen, die kommen klar. Super. Ich verlinke das in den Shownotes, Stefan. Sehr schön. Freut mich. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Mir hat Spaß gemacht und wünsche ich dir einen ganz schönen Nachmittag. Alles Gute. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, liebe Andrea. Und an die Hörer alles Gute und vielleicht bis bald. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.